Hey Leute, mein Name ist Stummel13 und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, und wie ihr seht, heute geht's los, das erste Mal Formel 1 2021. Ich hatte gestern schon mal ein bisschen reingeschaut und ja, ist auf alle Fälle ein sehr, sehr geiles Spiel. So, beliebige Taste drücken, ich drück was und nichts passiert. So, jetzt, ja, super. Ja, hier noch, das ist noch wegen dem Schubhebel von Flight Simulator und so. Ja, wie gesagt, das neue Formel 1 Spiel, ich habe es gestern schon mal ausprobiert, bin noch nicht so der ganz große Profi drin, aber ja, ist trotzdem alles gut. Ich bin auch in keinem Formel 1 Spiel Profi, von daher ist das auch eh egal. Und ja, sieht halt geil aus. Wir haben hier vorne ja schon mal Breaking Point und so. Das machen wir jetzt heute aber noch nicht. Da fangen wir dann die nächsten Tage mit an. Heute wollte ich jetzt einfach erstmal, um euch das zu zeigen, ein Rennen fahren. Ja, und wir nehmen hier gleich mal bei rein irgendwie. Dann Vettel im Aston Martin. Erklärt sich von selbst. Schwierigkeit mache ich mal 100. Irgendwie 101 ist wieder. I don't know. Dann Wochenendstruktur, wir machen Blitzqualifying und dann 5 Runden rennen, das sollte eigentlich reichen. Ja, dann würde ich mal sagen, Event starten. Der Witz an der Sache ist irgendwie so, beim Qualifying kacke ich irgendwie hier komplett ab. Aber sobald das dann irgendwie ins Rennen geht, mache ich wieder einen Platz nach dem anderen. Gut, also irgendwie ist hier, habe ich das Gefühl, habe ich zumindest eher keinen wirklich guten Ausgleich, aber na, ist das auch egal. So, wir gehen jetzt erstmal ins Blitz Qualifying auf den Softreifen C4 ist das. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich zur Strecke. Große Autoeinstellung muss ich ja glaube ich nicht machen, bin ich jetzt zu faul für, wie immer. Und ja, dann schauen wir jetzt mal. Hat hier schon mal so ein bisschen angepasst. Erste Kurve, die Schikane. War nicht gut, bin gerade irgendwie nicht richtig auf die Kurve gekommen. Auf die Bremse gekommen. Da vorne sehen wir den Führenden mit Bottas. Oben links sehen wir, welche Position wir gerade wären. Eine halbwegs vernünftige Strecke bei rein, halbwegs einfach. Aber ja, wir sehen schon, wie gesagt, irgendwie Qualifying ist der letzte Mist hier. Zumindest für mich. Aber später im Rennen ist dann wieder alles gut. Das liegt natürlich auch alles nur daran, dass der Aston Martin sich so schlecht fährt, ne? Lange gerade zur letzten Kurve, sind gerade nur 17 da, Achtung, Schiede. Das bleibt auch so. Ja, dann starten wir mal von Platz 16. Qualifying ist nie so mein Ding. Aber naja, okay. Ja, hier noch EP wieder, bla bla bla. With qualifying finished, it's time to remind ourselves of our top three. Hamilton, Verstappen and Valtteri Bottas. Well, that wraps up qualifying, but don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. Ja, super. Also merkt schon, ich habe das Ganze auf Englisch gestellt, weil das auf Deutsch einfach irgendwie scheiße anhört. Aber vielleicht können wir das irgendwann nochmal ändern, wenn ihr wollt. So, weiter zur nächsten Session. Session, ich kann nicht reden. 5 Runden rennen. It's race day and our drivers are all out on the grid performing their final checks before we get underway here at the Bahrain International Circuit. We go racing today around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit, with 15 corners and 2 good passing opportunities into turns 1 and 4.
Keep an eye out for drivers locking the front left tire into the tricky braking zone of turn 10. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today, it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn one. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? There are three main things to worry about there, Crofty. Positioning, awareness, and discipline. First, you have to put your car in a bit of space and make sure you have room to react to what the others are doing. Then you have to watch your mirrors and listen to the sounds around you to get a sense of where everyone is. And finally, just don't get too greedy. Just because a gap exists doesn't always mean you should go for it. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Perez, Lando Norris, and Ricciardo, Stroll, Fernando Alonso, Leclerc, and Yuki Tsunoda, Gasly, Ocon, Carlos Sainz, and Raikkonen, Giovinazzi, Vettel, Mick Schumacher, and George Russell, Mazepin, and Nicholas Latifi. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Yeah, okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Den Renningenieur habe ich auch auf Englisch, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen fürs Feeling einfach. Ja, ich habe gerade bemerkt, wie scheiße wir sind, aber immerhin haben wir noch die beiden Haas und die beiden Williams hinter uns. Das heißt, wir waren nicht komplett zum Vergessen, aber wirklich toll ist es trotzdem nicht. Dann, ja gut, Auto-Einstellung kann man beim 5-Runden-Rennen jetzt nicht wirklich was machen. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir jetzt einfach den Start. Lichter aus und los geht's. Ja gut, und beim Start sind wir natürlich das schnellere Auto. Dachte ich zumindest. Früh bremsen in Kurve 1. So. Dann sind wir schon mal zumindest an Platz oder auf Platz 14. Hinter uns Mick Schumacher. Etwas ungestüm hier mal rein in die zweite Kurve und jetzt geht's weiter, haben wenigstens schon mal drei Plätze gut gemacht hier am Start. Wie gesagt, 5 Runden haben wir, da wäre schon fast Ocon hinten reingefahren, das wäre natürlich nicht so toll. Warte mal, ist jetzt, will uns gerade Schumacher im Haas da vorbeiziehen? Wollte mich eigentlich verarschen, ich bin hier gerade im Aston Martin. Das war diese Saison nicht wirklich das allerüberzeugendste Auto, aber auf alle Fälle besser als ein Haas. Schlechter als ein Haas geht's nicht mehr. Aber naja, so. Bin auch kein Profi in diesem Spiel, muss ich sagen, also bitte nicht schimpfen, wenn ich nicht gut bin. Aber ich gebe auf alle Fälle mein Bestes. So, dann die Haarnadelkurve rein. Muss ich sagen, fahren uns die da vorne schon leider so ein bisschen weg, habe ich das Gefühl. Da muss man schauen, wie gesagt, ich habe gestern nur kurz einmal ausprobiert, was ich so von der Schwierigkeit am besten finde. Aber vielleicht werde ich das dann in MyTeam oder so vielleicht auch nochmal so ein bisschen zumindest irgendwie runterstellen, dass ich hier nicht komplett verkacke. So. Schumacher hängt uns hinten auch irgendwie immer noch so ein bisschen am A, um es nett zu sagen. Ist natürlich auch nicht allzu toll, aber naja. So,
versuche ich jetzt morgen irgendwie dann die erste Folge von My Team rauszubringen und dann eben auch noch Breaking Point zu machen. Aber ich habe zurzeit leider auch einen sehr eng gestrickten Zeitplan, muss man dazu sagen, deswegen könnte das alles etwas schwer werden. So, jetzt haben wir DRS, das bringt uns jetzt aber leider nicht wirklich näher an Ocon ran. Oha, das war nicht so toll. Irgendwie fahren wir hier Ocon nur die ganze Zeit hinterher, aber wirklich was schaffen tun wir gerade irgendwie nicht. Jetzt haben wir zumindest einen Schumacher hinter uns schon mal so ein bisschen aus den 1-Sekunden-Fenster vertrieben, sodass der kein DRS mehr auf uns hat. Dass wir uns mehr oder weniger nur noch auf vorne konzentrieren können. Wo ich aber irgendwie auch noch nicht so wirklich weiterkomme gerade. Das Video hier ist jetzt auch erstmal nur so ein, wie ihr sicher merkt, kürzeres Video, einfach erstmal, um euch so ein bisschen das Spiel zu zeigen. Wie gesagt, ich bin zurzeit leider vom Zeitplan sehr eng gestrickt, dass ich jetzt nicht heute gleich mein Team rausbringen kann. Ja, das ist natürlich traurig, dass wir 4,5 Sekunden von Stroll unseren Teammate wechseln und jetzt machen wir gleich den Dreher. Ach man, ey. Ja, warte mal. Ich erlaube mir da einfach mal kurz die Sofortwiederholung für die Rückblende. Sonst wäre es jetzt etwas doof. Wie gesagt, ihr seht, meine Fahrkünste sind komplett nicht da, weil ich keine habe. Aber das ist auch wieder ein komplett anderes Thema. So. Mich auch einfach noch so ein bisschen an das Fahrgefühl hier gewöhnen. Das ist nämlich doch noch wieder gut anders als in den anderen Spielen, die ich gespielt habe. So, mittlerweile sind wir jetzt auch aus dem DRS-Fenster von Ocon raus, das heißt, dass wir höchstwahrscheinlich den auch nicht mehr überholt kriegen. Das gefühlt wirklich nur noch schönes hinterherfahren. Ja, ich glaube, ich muss doch noch mal die Schwierigkeitsstufe etwas weiter runtersetzen, sonst wird das hier gar nichts. Vielleicht kann ich den mal im Laufe der Zeit mal hochsetzen. Ich verbessere mich dann ja im Idealfall auch noch mal mit der Zeit. Gleich letzte Runde. This is your final lap. Final lap of the race. Wieder die Haarnadelkurve. Wieder rum. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Ja, hinter mir ist aber auch ein Haas. Ich denke mal, ich verstehe das alles, was sie auf Englisch sagen, deswegen sollte das alles okay sein. Wie gesagt, wenn ihr unbedingt Deutsch wollt, dann müsst ihr mir das sagen, aber ich finde Englisch irgendwie schöner. So, mittlerweile fallen wir auch komplett zurück, also Ocon und Sainz und Alpine und Ferrari sind ja schon komplett weg von uns. Wahrscheinlich weil die jetzt einfach DRS haben und wir den gar nicht verfolgen können. Die quasi gegenseitig jetzt da lang ziehen. Ja, das habe ich meinen Zuschauern gerade mehr oder weniger gesagt. Ja, Hamilton gewinnt den Grand Prix wie in Wirklichkeit. Aber wie gesagt, das war ja jetzt erstmal nur zum Zeigen. Damit beenden wir das Ganze auch. Okay, pick up rubber and bring it home.
faces on the pit wall after a superb win here at Sakhir. And rightly so. What a brilliant effort from the whole team. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Ja, so, da kriege ich schon wieder meine Erfahrungspunkte. Oh, ich habe mein sauberes Rennen abgeschlossen, das ist ja auch unglaublich. After an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? Mick Schumacher gets my vote today. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. Ja, Mick Schumacher hinter uns ist tatsächlich Fahrer des Tages geworden, glaube ich auch ziemlich verdient. Ja, aber wie gesagt, das sind die ersten Einblicke für euch aus diesem Game. Also ich muss sagen, wirklich richtig geil, gefällt mir auf alle Fälle richtig das Spiel. Aber ja, dementsprechend würde ich sagen, war es das jetzt erstmal mit dem Video. Dann fangen wir die nächsten Tage dann mit My Team und Breaking Point und all dem Kram da gedünste an und dann schauen wir mal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Bye, bye.